Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns im Studio im Frühcafé am Montag. Und an diesem 23. August starten wir mit einer ganz neuen Rubrik in Kooperation mit dem Online-Portal hamburg.de. Da geht es um die tagesaktuellen Termintipps, unsere Hamburg-Tipps hier im Frühcafé. hamburg.de/heute. Da gibt es die zahlreichen Termintipps für die verschiedenen Tage. Wenn wir uns da einmal durchklicken, dann können wir unter anderem dieses hier sehen. Und zwar geht es heute nach Harburg. Und ich habe mir da mal die Veranstaltung bzw. die Veranstaltungsreihe rausgesucht, der Kulturrouten. Das hier zum Beispiel ein historisches Luftbild von den, naja, man kann sagen, gebirgigen Regionen in Bereich Harburg unter dem Motto, wenn schon zu Zeiten der Corona-Pandemie ein Ausflug in die Alpen oder ein Urlaub in den Alpen nicht so ohne weiteres möglich war oder ist, dann doch vielleicht mal in den Harburger Bergen unterwegs sein. Es gibt passend dazu eine ganz interessante Fotoreihe. Und zwar sind da immer die Orte von früher entgegengestellt, wie sie heute aussehen. Also hier links zum Beispiel dieses Hotel im Jahre 1904. Das ist das Hotel Majestätischen Aussicht. Und wie es heute aussieht. Sehr, sehr interessant. Dazu natürlich dann mit geschichtlichem Background und vielen Infos. Und das Tolle an dieser Reihe ist ja, da handelt es sich jetzt nicht um irgendwelche geführte Touren. Nein, Sie können sich alle Infos im Internet heraussuchen und dann einfach auf eigene Faust losziehen. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass es am Opferberg mal eine Sommerrodelbahn gab? So sah das Ganze aus früher. Wie es heute aussieht, ja, davon kann man sich selbst überzeugen. Es gibt auch eine interaktive Karte dazu zu finden. Da sind sämtliche Sehenswürdigkeiten eingetragen. Das Ganze basiert auf Google Maps. Hier zum Beispiel der angesprochene Opferberg mit der Sommerrodelbahn und noch viele, viele, viele andere Ortsmarken im Bereich Harburg. Da sind sicherlich sehr interessante Orte und Sehenswürdigkeiten mit dabei. Das alles gibt es zu sehen unter hamburg.de/heute. Der heutige Tagestipp von uns. Weitere tolle Termintipps natürlich auch auf dieser Seite zu finden. Und wenn wir schon beim Thema Harburg sind, dann gibt es noch einen Tipp von uns hinterher. Am Freitag haben wir ja live hier bei Hamburg 1 den Harburger Sommer eröffnet. Sommer im Park, das Kunst- und Kulturfestival. Das läuft noch bis zum 29. August. Wir haben da mal ein paar Bilder vorbereitet. 3 Stunden Live-Übertragung gab es am Freitagabend hier bei uns bei Hamburg 1. Und in den kommenden Tagen können Sie das Ganze auch noch einmal in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal sehen. Schauplatz natürlich die tolle Freilichtbühne, historisch im Harburger Stadtpark, über 90 Jahre alt die Bühne. Und auch diese Veranstaltungsreihe läuft noch bis zum 29. August. Wie gesagt, schauen Sie sich mal in Harburg um, ganz egal, ob Sie vielleicht aus Harburg kommen, dort wohnen oder ja, diesen Bereich einfach einmal entdecken und erkunden möchten. Weitere Termintipps gibt es unter hamburg.de/heute.